Morgen sehe ich Felix wieder. Ich kann das kaum begreifen. Das Wichtigste ist jetzt, dass du einen kühlen Kopf für diese Lösegeldübergabe behältst. Ich brauche ein Auto. Kann ich deins haben? Klar. Danke. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Robert, ich will das alleine machen. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Willst du dich wirklich alleine mit diesem Entführer treffen? Mir gefällt das nicht. Ich krieg das hin. Das bezweifle ich auch gar nicht. Aber was, wenn der Entführer dein Geld nimmt und einfach verschwindet? Das hoffe ich doch. Dann ist dieser Albtraum endlich vorbei. Ist das nicht ein bisschen naiv? Ich meine, wenn er dein Geld hat, hat er keine Veranlassung mehr, die Geisel freizulassen. Deswegen habe ich ja auch darauf bestanden, dass er Felix zur Übergabe mitnimmt. Und daran werde ich ihn auch erinnern. Ja, die Idee ist gut. Aber der Typ ist bewaffnet. Was, wenn die Übergabe schiefläuft und du sein Gesicht zu sehen kriegst? Dann kann er sich's nicht mehr leisten, dich gehen zu lassen. Außerdem musst du auch davon ausgehen, dass er fehlbar. Du meinst... Ihr seid beide in großer Gefahr. Vielleicht sollte ich doch die Polizei anschalten. Es wäre die einzige Chance, die ganze Sache sauber über die Bühne zu kriegen, auch wenn... Wenn was? Auch wenn ich irrsinnige Angst um dich habe. Sprichst du mir was? Ja. Denk nochmal drüber nach. Versprichst du mir auch was? Alles. Kein Wort. Zu niemandem. Bis ich mich entschieden habe. Und dann hat er ja gesagt, dass er sie liebt und diesen ganzen Mist. Wunderbar, sowas hört Miriam zu gerne. Es wird sie hoffentlich motivieren, endlich das Geld rauszurücken. Tja. Und dann puste ich ihr das Licht aus. Ihr und ihren Liebsten. Sind Sie wahnsinnig? Ich will keine Toten. Ja, aber die kennen mich. Dann lassen Sie sich irgendwas einfallen. Und was? Mein Gott, Sie haben doch hoffentlich eine Idee, wie Sie sich einen Vorsprung verschaffen. Haben Sie eine kriminelle Vergangenheit oder ich? Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Jetzt werden Sie mal nicht frech. Fesseln Sie die beiden, dann haben Sie genug Zeit abzuhauen. Ja, aber deswegen wissen die doch trotzdem, wer ich bin. Bis die sich befreit haben, sitzen Sie doch längst im Flieger. Ich kann Ihnen auch gerne die Adresse von einem Chirurgen geben, der Ihr Äußeres etwas verändert. Warum waren Sie auch so dämlich und haben sich nicht vermummt? Vermummt, vermummt! Mann, immerhin habe ich die ganze Drecksarbeit gemacht, ja? Sonst könnten Sie die Millionen vergessen. Jetzt regen Sie sich mal ab. Morgen sind Sie ein reicher Mann. Aber Miriam und Felix wird kein Haar gekrümmt, verstanden? Sie nehmen das Geld in Empfang und kommen zur verabredeten Stelle. Ich warte da. Okay. Und kommen Sie ja nicht auf die Idee, alleine mit dem Geld abzuhauen. Ich hetze Ihnen die Polizei auf den Hals. Ich warne Sie. Ich meine das ernst. Dann sind Sie genauso dran. Wohl kaum. Wem glaubt die Polizei eher? Einer seriösen Geschäftsfrau oder einem vorbestraften Bankräuber? Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Hallo Robert, hast du einen Moment für mich? Wenn du dein Hochzeitsmenü mit mir besprechen willst, das muss leider warten. Ich habe gerade anderes im Kopf. Nein, ich wollte mit dir über Miriam reden, wie man ihr helfen kann. Du kennst sie doch mit am besten. Wieso ihr helfen? Ja, wegen Felix. Sie muss doch völlig verzweifelt sein. Weißt du es noch nicht? Was denn? Ich komme gerade aus München zurück. Felix lebt. Dann hat der Entführer ihn freigelassen. Nein, aber er hat angerufen und Miriam konnte kurz mit Felix reden.
Dann war diese Todesanzeige tatsächlich nur ein Druckmittel. Was müssen das für Menschen sein, die sowas machen? Na, jedenfalls hat Miriam den Entführer dazu gebracht, ihr ein Lebenszeichen zu geben. Tatsächlich? Alle Achtung. Tja, wie geht's denn jetzt weiter? Gibt's schon einen neuen Termin für die Geldübergabe? Nein, aber... Naja, Miriam muss einfach warten, bis der Entführer sich wieder meldet. Das ist ein furchtbares Gefühl. Ich weiß noch, wie ich gelitten habe, als Laura in der Hand dieser Wahnsinnigen war. Miriam ist tapfer. Ja, Robert, sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ja, ich weiß. Entschuldigung, Robert. Ich wollte dich nicht daran erinnern, dass Ja, schon gut. Also weißt du, dieser Pachmeier ist doch wirklich unmöglich. Seine Frau liegt im Krankenhaus und der hat nichts Besseres zu tun, als sich an Nora ranzumachen. Was an die Nora? Ja. Ja, aber die wird doch da hoffentlich nicht drauf eingehen. Ja, sicher nicht. Aber ich finde das wirklich unmöglich. Naja, der wird froh sein, wenn er mal jemandem freundlich zu ihm ist. Du hast ja selber gesagt, was seine Frau für ein Drachen ist. Ja, das wird ja auch seinen Grund haben. Aber sag mal, ist das ein Freibrief dafür, dass er sie betrügt? Nein, so habe ich das ja auch gar nicht gemeint. Ja, also, dahinter geht sie doch ständig. Ist doch kein Wunder, dass sie krank ist. Ach. Hast du schon wieder am Magen? Ja, gerade hat es wieder angefangen. Nicht da dran schuld? Ja, jetzt, wo du das sagst. Nein, Schmarrn, ich habe heute Mittag was Falsches gegessen. Also. Was denn? Pressack. Also, und wie ich dich kenne, mit viel Zwiebel und Essig. Ja, mit viel nicht. Alfons, musst du denn so unvernünftig sein? Heute Abend kriegst du was ohne Salz. Hühnerfrikassee. Oh, Hildegard, du weißt genau, dass ich das nicht mag. Das hat alles die gleiche Farbe und schmeckt noch nichts. Entscheide dich, Magenschmerzen oder nicht? Dauert das noch lange? Das hier ist eine Küche und keine Künstlerkantine. Wir sind gleich soweit. Mein Gott, ich möchte am liebsten in dem Loch verkriechen. Ich schaff das nicht. Ah, Tanja, Lampenfieber ist völlig normal. Ich bin auch aufgeregt. Du packst das. Du siehst echt gut aus, Mann. Ja, danke. Du findest auch, dass ich lächerlich aussehe. Die Meinung eines einzelnen Kochs ist nicht wichtig. Was zählt, ist die breite Masse und die wird dir zu Füßen liegen. Erinnert mich irgendwie an Fasch. Komm, du musst dich jetzt konzentrieren, okay? Tanja, es geht los. Ich sag dich jetzt an, ja? Was? Oh Gott, wieso habe ich das nicht schon hinter mir? Wie ist denn jetzt der Text? Moment. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich nun mit uns auf die neue heiße Stimme aus dem bayerischen Oberland. Tanja Lieberts. Störig? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Es war ungerecht, dir Vorwürfe zu machen. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber dir haben wir es zu verdanken, dass wir wissen, dass Felix noch lebt. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Verzeihst du mir? Du hattest Angst um Felix. Das kann ich verstehen. Hm.
Wir stehen das gemeinsam durch. Miriam, versprichst du mir, dass du mir sofort Bescheid sagst, sobald du etwas Neues weißt? Mach ich. Soll ich heute Nacht hier bleiben? Nein, ich glaube, Robert braucht dich.